Sorry Leute, aber der liebe Mick hat leider Gotti kein Intro gemacht. Willkommen zu Dick Talks. Wenn ihr es schafft, Mick mit einem Talk zum Lachen zu bringen, hat derjenige eine Chance auf einen 25€ Amazon-Gutschein. Gesponsert von den Mods, weil Mick hat kein Geld. Schade. Immerhin hat er sich nett entschuldigt. Digga, das wäre original Kenneth in einem Paralleluniversum, wenn er TikTok machen würde und körperlich gesund wäre. Digga, ohne Witz, ihr lacht darüber, aber ich sag euch ehrlich, wie es ist, das ist mein Schlafparalyse-Dämon. Es gab für mich nichts Schlimmeres. Ich war immer der Guy, ich bin teilweise in der Schulzeit früher aufgestanden, weil ich war noch jung, ich habe keinen Kaffee da getrunken und bin durch die Wohnung gelaufen, weil ich scheißen musste, weil mir das so unangenehm war, in der Schule zu scheißen. Und jedes Mal, wenn ich da kacken gegangen bin, ich konnte ihm nicht entkommen. Wenn ich in der Pause scheißen gekommen bin, ich war eh ein Mobbing-Opfer, dann sind da Leute reingekommen, haben Licht ausgemacht. Damals gab es auch keine Smartphones mit Taschenlampe, haben Klopapier darüber geworfen, haben da so drüber und drunter geguckt. Das war für mich die Hölle, wirklich. In der Schule scheiß zu gehen war für mich die Hölle und ich musste es fast jeden Tag, gerade weil ich so Angst davor hatte. Strong one. Bruder, ey. Ey, ohne Witz, bei solchen Sachen bin ich mir extrem sicher, der hat irgendwann schon mal ein vorheriges Leben gehabt und der hat in seinem vorherigen Leben richtig Scheiße gebaut und das ist jetzt das Karma. Der wurde einfach nur wiedergeboren, um dieses Karma zu kriegen und das schmerzt. Nicht nur, dass der wahrscheinlich 20 Minuten auf seine Tiefkühlpizza gewartet hat, die fällt ihm runter, ist schon mal scheiße, aber dann fällt er auch noch zu Boden, stürzt zu Boden und reißt den kompletten Herd auseinander. Digga, das ist kein Zufall. Das ist eine höhere Macht, die da mitspielt. Ich sag's euch ehrlich, wie es ist. Are you ready to go to Disneyland? Ja. Yeah. So ungefähr lief das ab, als mir meine Vorhaut mit 7 Jahren vom Arzt geklaut wurde. Genau so lief das ab. POV, das war ich. Are you ready to go to Disneyland? Ja. Yeah. Yeah. Das ist so asozial. Genau so haben meine Eltern damals mit mir gemacht. I know where we are. Oh, dieser Hurensohn. Boah, irgendwann in irgendeinem späteren Leben, in irgendeinem Paralleluniversum werde ich auch mal so als Gerüstbauer arbeiten oder irgendwo auf dem Bau. Ich glaube, wenn du da Bock drauf hast und wenn du körperlich dazu gemacht bist, wenn du genug Mann dafür bist, wenn du genug Mann bist, da zu arbeiten, dann ist das richtig geil. Irgendjemand aus dem Internet, den ich nicht kenne, hat gesagt, ich bin doof. POV ich die ganze Woche über. Ernst? Ich wusste gar nicht, dass Felix Oma TikTok macht. I just found a filter that turns your hair blue. As you can see, this is crazy. I look like Marge. Hey, homie! Hey, homie! Hey! Hey, homie! On the one, can I get pepperoni and... Digga, dieses Handy muss so nach Scheiße stinken. Dieses Handy muss so nach Scheiße stinken von dem Wichser. Schlafbutschnitzel. Snizzle. Digga, das muss so nach Scheiße riechen, da. Pepperoni and pineapple? Ey, so ein Wichser, imagine, ihr arbeitet sowieso in so einem unterbezahlten fucking Pizzalieferanten-Shop und dann kommt da ein Typ und scheißt bei der Bestellung sein Smartphone. Das ist so scheiße. And the next one, can I get, I guess sausage and pepperoni? Ich finde 14 zu lustig, ich finde das zum Schießen.
Ey, der Motherfucker ist prepared. Falls da nochmal die Schüsse fallen, Reaktionszeit wie ein Tiger. Sag ich euch, wie es ist. Mach hier. Klassiker, kennt man. Deine Töchter gut. Robert Geist ist mein Spirit Animal. Ich will irgendwann mal so sein wie er. Meinetwegen auch ohne Geld. Aber ich find Robert Geist Charakter Affe-Guy. Ich find den schweinelustig, den Typen. Aber spinnst du oder was? Bist du irgendwo geisteskrank oder was? Sie möchte sich... Stopp. Was passiert hier? Sie möchte sich da Angel tätowieren. Wie Davina auch mein Name. Das hat sich doch auch eins haben. Ja, aber du kriegst doch kein Angel hinten auf dem Kopf oder was? Doch, weil das was hast du denn mit einem Engel zu tun? Weil das eine Bedeutung. Doch. Du kannst höchstens Bengel da hinten drauf schreiben oder sowas. Die Sabine hat immer zu ihr Engel. Sie hat immer gesagt, dass ich ein Engel war. Papa. Das hat eine Bedeutung. Carmen, spinnst du? Bist du irgendwo? Weiß nicht. Wenn du dich tätowieren lässt, du bist eine Aalfrau. Du musst ja auch mit der Tattoos nicht mehr lange rumlaufen, so lange hast du ja nicht mehr. Bruder, der ist so asozial. Ich liebe ihn. Ich finde ihn so geil, den Typen. Und die Kinder haben ein ganzes Leben vor sich. Ja, ich habe sie 10-mal gefragt, ob sie es will. Ja, aber das Kind ist 15 Jahre alt. So das muss man erst mal denken auch können. Noch nicht. Das ist 15 Jahre alt. Das muss doch erst mal denken können. Als ob das so ein Embryo ist, so ein 15-Jähriger. Als ob der nicht denken kann. Ich liebe den Typen. Als Summe der verrechneten Kosten kommt, inshallah, so Gott will, raus. Na, genau. 1000 Euro. Ja, aber ich wurde dafür gehatet, weil ich im Podcast Walla gesagt habe. Ja? Yes, but I'm icy. Ha. Miau. Yes. Miau. Ja, das ist so eine Scheiße, was ihr hier reinschickt. Das ist eigentlich eine Frechheit. Das ist eigentlich eine Frechheit, dass ihr dafür nicht aus dem Discord gebannt werdet. Glauben Sie, dass ich verrückt bin? Digga, Waller Film heute. Du saß mit Kartell am Tisch. Glauben Sie, dass ich verrückt bin? Hast du schon mal gesehen, dass 20 Leute mit gezogener Waffe auf Gesicht stehen? Ey, ich weiß nicht, was das für TikToks sind, aus was für einem Paralleluniversum, aus was für einem kranken, psychotischen Hirn diese TikToks kommen und warum die solche Aufmerksamkeit haben, aber ich will da nie wieder sehen, sowas. Drauf, ich weiß den Mixer jetzt. Panzerteil. Carsten? Ja, bitte? Du schraubst dich deine Lautstärke runter. Ja, Mama. Und ich bin kein Panzer. Okay. Gute Nacht. Warte, ist das real? Hat er ernsthaft bei seiner Mom da gewohnt und hat Ärger bekommen? Hä, und warum sagt sie, sie ist kein Panzer? Was war das für ein Insider? Hat er sie immer Panzer genannt, oder was? Wirklich, ich habe das gar nicht mitbekommen in der Zeit. Ihr Spitzname war Pommespanzer? Nein, wirklich. Oh, ist das asozial. Die Arme, Bruder.